gefährliche Gegend. So, herzlich willkommen. Ich weiß, dass du hier bist. Zurück zu Elix. Zeige dich endlich, damit wir es zu Ende bringen können. Du stehst da unten wie auf dem Präsentierteller. Wo ist deine strategische Raffinesse geblieben, die dich so mächtig gemacht hatte? Wie verwundbar dich doch deine Gefühle gemacht haben. Wie berechenbar ist dein Erscheinen hier an dem Ort? Ein Wort von mir und du bist hier. So, du kennst also unsere gemeinsame Vergangenheit. Vardek hätte besser schweigen sollen. Das ist nur noch ein weiterer Grund, dich aus dem Weg räumen zu müssen. Die Gelegenheit werde ich dir noch früh genug geben, Bruder. Beantworte mir meine Fragen, bevor du deine Pflichten erledigst. Du hast Fragen? Das ist ebenfalls etwas Neues an dir. Auch eine der Nebenwirkungen deines Lebens als Landstreicher in den Ländern der freien Menschen. Aber wie du willst, stelle deine Fragen. Du wirst nicht mehr viel Zeit haben, um einen Nutzen aus ihnen zu ziehen. Was genau soll das heißen? Ich sei schon lange... Was genau sollte das heißen? Ich sei schon lange Teil des Elixitoren-Kollektivs. Wie du weißt, wird jedem von uns, der vom Vollkommenen zum Elixitor gewählt wird, ein Biokernchip eingesetzt, um seine Effektivität zu maximieren. Das geschieht, bevor noch die eigentliche Beförderung vollzogen wird, ohne das Wissen des Erwählten. Auf diesem Wege testet der Vollkommene die Würdigkeit des Betreffenden. Dir hat man schon viele Wochen, bevor man dir die Robe anbot, einen solchen Chip implantiert. Okay. Unsinn. Ich habe immer noch meinen freien Willen. Ich hätte es gemerkt, wenn der Hybrid versucht hätte, mir Befehle zu erteilen. Glaub mir, der Vollkommene hat es mehr als einmal versucht. Doch bei deiner Exekution muss der Biokern des Chips abgestorben sein. Er hat nur noch bedingt Kontrolle über dein Handeln. Darum bist du zum unkalkulierbaren Risiko geworden. Niemand kontrolliert mich. Sag nicht, dir ist noch nie das Flimmern vor deinen Augen aufgefallen, wenn du seine Order empfängst. Okay. Jetzt, wo du es sagst. Es ist nicht viel, was er dir befehlen kann, und er dringt auch nur selten zu dir durch. Aber immer noch genug, dass du die freien Menschen nicht vor ihrer Bestimmung, die der Vollkommene ihnen zuteilt, abhalten wirst. Alles klar. Wie lautet der Code für das letzte Shot des Hybriden? Du bist kein Elixitor. Es steht dir nicht zu, ihn zu kennen. Darum werde ich ihn dir auch nicht verraten. Dann probieren wir es mal so. Man sagt, der Code sei der Name des Vollkommenen. Zugegeben, es ist nur ein Gerücht, das sich hartnäckig am Hofe des Eispalastes hält. Doch wenn das wahr ist, dann frage ich mich, wofür braucht ein so perfektes Wesen wie der Hybrid einen Namen? Namen sind nicht mehr als Identifikationscodes. Aber warum hält der Hybrid an diesem einen Namen so fest, dass er damit sein letztes Shot versiegelt? Irrelevante Frage. Tatsächlich? Es ist die größte Sicherheitslücke im ganzen Eispalast. Und du weißt das. Jeden, der unrechtmäßig an diesen Code gekommen ist in der Vergangenheit, haben wir exekutiert, weil er es so wollte. Alles, was ich jemals von diesen Delinquenten erfahren habe, ist, dass der Name mit dem Kürzel DACD zu tun hat. Dann weißt du schon zu viel. Warum ändert der Hybrid diesen Code dann nicht einfach? Irrelevant. Alles klar. Komm schon. Hast du dich nie gefragt, warum er den alten Code immer noch beibehält? Es gibt aus meiner Sicht nur zwei Gründe dafür. Er behält diesen Code aus sentimentalen Gründen, was für den Hybriden höchst unwahrscheinlich zu sein scheint. Oder er kann ihn nicht ändern, ohne dass er sein System rebooten muss und er dabei irreparablen Schaden nimmt. Das ist nur wieder ein Ergebnis deines Gefühlschaos. Nein. Okay. Das war der Grund, warum ich mich damals nicht bedingungslos in die Hände des Hybriden geben wollte. Darum entsagte ich ihm die Gefolgschaft als Elixitor. Du kannst damit aufhören. Von mir wirst du nichts erfahren. Im Gegensatz zu dir habe ich den letzten Schritt getan. Und es war die einzig richtige Entscheidung. Wie lange weißt du schon, dass wir die Kinder von Berserkern sind? Du warst damals noch zu klein, um dich daran zu erinnern. Ich allerdings habe noch die Gesichter meiner Eltern vor Augen. Eine Vergangenheit, die aber heute keine Bedeutung mehr hat.
Du bist mein Bruder, bla bla bla. Gibt es nichts mehr? Verbindet irgendwas? Stimmt. Gibt es nichts mehr, das dich mit deiner Vergangenheit verbindet? Nur weil ich mich erinnern kann, heißt es nicht, dass es von Bedeutung ist. Nichts von all dem hat wirklich Relevanz. Es ist Zeitverschwendung, dir noch weiter zuzuhören. Ich werde das hier jetzt beenden. Du hast deine Chance gehabt, doch du hast sie verstreichen lassen. Alles klar. Du gehörst mir. Na dann, Kalax. Oh, ich habe halt kein Leben. Moment. Einen hätte ich gern noch. Ich bin da. So, jetzt. Haben wir dich schon fast. Denn sein Zauber ist mächtig. CD ist also ein Teil des Codes zum letzten Shot des Hybriden. Kalax hat es mir bestätigt, wenn auch unabsichtlich. Ich sollte Harley davon berichten. Mit diesem Anhaltspunkt ist es diesem Technikgenie vielleicht möglich, den Code zu knacken. Irgendwas ist faul am Eispalast. Und ich werde herausfinden, was es ist. Was bedeutet Dakt? Wo sind denn die alle? Uiuiui. Überall. Mhm. Gut, na dann schauen wir mal schnell ins Lager der Mitte, was Duct heißt. Und beziehungsweise wie weit unser Kleider ist, ob der auch so weit schick ist. Im Eispalast braut sich irgendeine Scheiße zusammen. Wird Zeit, dass der Laden dicht gemacht wird. Hey, ich kannte mal einen Kerl. Der war so ähnlich wie du. Tatsächlich? Ja. Aber ohne diesen komischen Komplex, den du da mit dir herumschleppst. Keine Ahnung, was es ist. Aber es wird Zeit, dass du die Scheiße los wirst. Und weiter? Tja, ich hab mit ihm eine Weile rumgehangen. Bis ich merkte, dass er mehr wollte als nur mich und mein Fahrgestell. Ach ja? Er faselte immer was von einem Haus, Familie und so einem Dreck. Und das war's dann für dich? Nicht ganz. Erst als ich merkte, dass er eigentlich nur die Geschäfte meines Bruders übernehmen wollte. Der Drecksack glaubte, wenn er sich an die kleine Schwester des Dukes ranmacht, hätte er bessere Karten. Hatte er nicht. Nein. Seine Leiche liegt unter dem ganzen Schrott unterhalb unserer Stadt. Typen, die mich versuchen zu verarschen, leben nicht lange. Und du? Was ist mit dir? Bist du auch einer von der Sorte? Nein. Dein Fahrgestell würde... Nein, dein Fahrgestell würde mir völlig reichen. Ja, genau. Möchte ich wetten. Gut. Schöne Antwort. Na gut. Wie geht's euch beiden hier drüben? Ich. Jo, schaut gut aus. Was macht mein Kleider? Und? Wie ist der Stand? Wir sind fast da, aber eben nur fast. Was genau brauchen wir noch, um den Gleiter startklar zu machen? Eine deiner linken Steuerdüsen hat einen Schlag abbekommen. Ich würde damit so keinen Start wagen. Es sei denn, du willst immer nur im Kreis fliegen. Wie kommen wir an eine neue Steuerdüse? Diese Dinger sind schwer zu beschaffen. War ja klar. Der einzige Ort, wo ich so etwas vermuten würde, wären die technischen Sammellager der Alps in der Nähe des Eispalastes in Xarkor. Nur die Alps bauen diese Art von Gleiter. Beeil dich mit der Fertigstellung des Gleiters. Ich muss zum Eispalast fliegen. Die Alps sammeln ihre Kräfte, um die freien Länder anzugreifen. Wir müssen ihnen zuvorkommen. Was denn? Ich hab das Ding fast so weit, das alles schon wieder... Und dann noch nach Xarkor. Ja. Kommt gar nicht in Frage. Vergiss nicht, die Hälfte von der Kiste gehört mir. Ja, bla 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 bla.
Der Gleiter ist die einzige Chance, die freien Menschen vor dem bevorstehenden Angriff der Alps zu retten. Ich habe befürchtet, dass du so etwas sagen würdest. Jo. Meinetwegen. Wenn ich soweit bin, dann sollst du deinen Gleiter haben. Und noch was. Tu mir doch bitte nicht so, als wüsste ich nicht, wer du wirklich bist, okay? Ich habe schon eine Ahnung, was du vorhast. Muss ja nicht heißen, dass es mir gefällt. Aber egal. Bis wann muss der Gleiter einsatzbereit sein? Sofort. Bevor ich zum Eispalast fliegen kann, gibt es noch ein paar Dinge, die erledigt werden müssen. Ach ja? Und was genau? Ein kurzer Überblick, wie sich die Lage gerade darstellt. Der Weg zum Eispalast wird bewacht von einer Armee der Alps. Wenn sie uns beim Einmarsch nicht in den Rücken fallen sollen, muss ich mich um die Alpkommander in Xarkor kümmern. Thoralds Elex-Experiment ist noch nicht vollzogen. Die Sache mit dem Code zum letzten Shot des Hybriden beschäftigt mich. Ich muss das klären, bevor ich den Eispalast betrete. Du brauchst noch deine Steuerdüse für den Gleiter. Tja, hört sich so an, als gäbe es da noch einiges zu tun. Oh ja. Komm wieder, wenn das erledigt ist. Ich werde mich ranhalten, dass der Gleiter rechtzeitig fertig ist. Hoffentlich sind wir schnell genug, bevor die Alparmee hier bei uns einfällt. Eine Sache, die mich noch interessieren würde. Man sagt sich, dass du gegen deinen Bruder kämpfst. Und weiter? Nun, es heißt, Kallax und du seid einst die größten Feldherren der Alps gewesen. Und heute verbitterte Feinde. Tja. Ich bin meinem Bruder begegnet. Ach, tatsächlich? Dann hast du ihn besiegt, ja? Mann, Mann. Dann kann ich ja froh sein, dass du überhaupt noch in einem Stück hier vor mir stehst. Ich hörte, die Elixitoren seien richtig harte Hunde. Wahr. Mein Bruder wird uns wohl nicht mehr an unserem Vorhaben hindern. Doch bin ich immer noch nicht da, wo ich eigentlich sein will. Wo ist das Problem? Der Hybrid ist das Problem. Ich habe fast mein ganzes Leben für ihn gekämpft. Heute bin ich hier draußen. Ein Ausgestoßener der Alps. Ich habe sehr viele Fragen, die mir nur der Hybrid beantworten kann. Hm. Dann wirst du zu ihm gehen, wenn du im Eispalast bist? Es ist unmöglich, zu ihm zu gelangen, wenn er nicht freiwillig sein letztes Shot öffnet. Es sei denn, man kennt den Code für das Shot. Hm. Und du kennst ihn nicht, obwohl du mal ein hohes Tier bei den Alps warst? Naja, nicht so ganz. Alles, was ich weiß, ist, dass der Code ein Name sein soll, der mit dem Kürzel DACD zu tun hat. Hm. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Lass mich mal überlegen. Jetzt weiß ich es. Draußen im Südwesten von Edan gibt es einen alten Firmenkomplex. Du meinst diese alte Ruine am Fuß des Berges? Da habe ich das erste Ersatzteil für den Gleiter gefunden. Vielleicht ist es nur Unsinn, aber ich bin mir fast sicher, diese Initialen DACD dort schon einmal gesehen zu haben. Echt? Möglicherweise findest du da draußen die Antwort. Okay. Sehr gut. So, was haben wir denn jetzt Neues? Was wissen wir denn jetzt? Labor. Schon wieder in dieses Labor. Mhm, das Elex. Und die Schubdüsen, wo sind die? Hier oben. Na, das können wir doch gleich mal mit organisieren, diese Schubdüsen. Ich schätze mal, das sollte jetzt nicht so die Schwierigkeit sein. Sind jetzt hier schon wieder überall Alps. Wir sollten nicht weiter ins Eisland gehen. Ich spüre furchtbare Kräfte, die hier am Werk sind. Und mit natürlich gehe ich weiter ins Eisland. Müssen doch die ganzen Alps plätten jetzt hier. So, und tschüss. Irgendwo hier muss auch die Schubdüse sein. Kampf. Ah ja, da drauf bitte. Genau. Ich hab
glaube ich, jetzt zwar nicht einmal getroffen, aber ist sehr wurscht. Das Ding ist kaputt. Bleib hinter mir! Formander Kartax. Autsch. Das sind wieder diese nervigen Flammenraketenwerfer-Dinger-Bums. Achtung! Autsch. Autsch. Hört auf, auf mich zu schießen. Mann, ich war gerade am Trank trinken. So. So sehen wir die halt alle noch nicht. Mensch, die können aber gut schießen. Commander Kartax ist auch ganz schön zäher Hund. Die einmal auf dich gehen, hast du keine Chance mehr. Vor allem zu zweit. Dann liegst du ja. Autsch. Jetzt wieder blöd hier. Machen wir erstmal den Commander platt. So. Der Commander ist Matsch. Wie schaut's denn jetzt hier aus? Was ist denn jetzt hier schon alles draufgegangen? Bestimmt auch schon der ein oder andere. Feuerrakete. Geht los!
besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Ich glaube, jetzt haben wir es. Hoffe ich. Uiuiui. Also ein Trupp Alps ist ganz schön stark. Aber ich glaube, es gibt keine bessere Rüstung. Das Einzige, was ich noch vielleicht ein bisschen verbessern könnte... Das kann ich sicher noch einmal gut gebrauchen. ...wäre dann noch meine Dings. Die Kampfkraft und meine Waffe. Müsste ich nur noch ein paar Punkte da rein skillen, schätze ich mal. So, das war die Schubdüse. Hier ist auch gleich ein Commander. Boah. Muss ja schon fast dann vor dem seinen Fuß stehen. Irgendwo hier. Hier haben wir doch schon aufgeräumt. Der hat schon wieder den falschen Fokus gehabt. Immer blöd. Nein. Wir hatten auch ein bisschen wenig Leben. Schaut sowas so aus, als wären gar nicht alle da gekommen. Hallo. Werd ihr mal so freundlich? So. Eine nach dem anderen. Da war ich jetzt ein bisschen sehr blöd im Eck. Aber ganz blöd. Du lebst nicht mehr.
auch. Ganz toll. Ach Mist, wenn der da runterkommt, macht er auch Schaden. Das habe ich jetzt nicht gedacht. So, du bist kaputt. Gut, na dann, haben wir es doch noch geschafft. Muss schauen, dass ich meine Ausrüstung und mein Zeug noch ein bisschen verbessern kann. Eindeutig, bevor ich da die letzte Schlacht schlagen tun tue. So, den hier unten im Süden, den greife ich aber jetzt auch noch an. Da stehe ich ja auch schon davor. Ihr habt keinen Roboter dabei. Hallo. Wollt ihr denn nicht mal? Wie wird das solche Flammenwaffen? Ich erledige es. So. Ich brauche irgendwie noch eine Waffe, die mehr Schaden macht. Beziehungsweise ich muss selber auch mehr Schaden machen. Wir sind noch ein bisschen zu low, was das betrifft. Na, das lassen wir mal so jetzt nicht stehen. Ich habe da unten jetzt die Kampfmaschine bewundert und wurde von denen niedergemacht. Schon mal drei. Die anderen schnappen wir uns dann das nächste Mal. Jetzt geben wir noch schnell die Schubdüse hier ab. Und dann machen wir wahrscheinlich erstmal wieder Schluss und sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Wo bist du denn? Ich wünschte, wir hätten einfach mehr Zeit. Harvey. Hier, deine neue Steuerdüse für den Gleiter. Aber zuletzt, du bist ja ein Teufelskerl. Wie hast du das nur? Ach, vergiss es. Ich will es gar nicht wissen. Ich mach mich gleich an die Arbeit. So. Und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.